Damit grüße ich wieder hier bei Donkey Kong Country Tropical Freeze. Wir sind stehen geblieben bei 1K Durchhängedrama. Und wir werden hier den Squawks mitnehmen, weil die K-Level will ich nicht noch ein zweites Mal spielen, wenn es nicht sein muss. Und los geht's. Wird lustig werden hier. Das ist jetzt der erste K-Level. Es wird noch schwerer. Hallo Squawks. Gut, hier gibt es ein Fass, aber ich bleibe jetzt mal mit Dixie hier. Ja. Haben sie hier noch aus dem letzten Level mitgebracht. Gut, die Bananen schaut aber jetzt hinter sich auf. Die war nicht wichtig, aber Squawks hätte sich nicht gemeldet. Das erste Prototyp ist nämlich hier. Fahren wir nochmal mit durch. Wo ich da irgendwelche Stunts jetzt vollführe. So, hier beim Plattformen aufpassen, sobald man drauf springt, fangen die seltsamerweise zu brennen an, wie auch immer das funktioniert. So, was haben wir hier? Ja, das war jetzt nicht gut. Ich hätte einfach weiterspringen sollen gleich. Ja, das war ein sehr unnötiger Tod. Hallo Squawks nochmal. So, wir nehmen mal wieder Dixie. Es läuft am besten irgendwie mit ihr, kommen wir vor. Ja, Cranky, weiß nicht, der ist hier irgendwie sehr sinnlos. Weiß nicht, ob man auf diese komischen Stacheldinger dann raufspringen kann mit Cranky, aber trotzdem. Gut, also das Puzzleteil haben wir ja schon mal, das heißt, wir können uns nicht nochmal einsammeln. Es wäre doch schöner, wenn wir hier alles auf einmal sammeln müssen. Ja, in den K-Leveln gibt es natürlich keine K-O-N-G-Buchstaben, da haben wir ja die sammeln müssen, damit wir überhaupt hier reinkommen. Darum brauchen wir uns nur um die Puzzleteile kümmern. Ach, verdammt. Zieh raus hier. Guck dich. Duck dich und weiter geht's. Ich wollte gerade sagen, ich möchte Dixie eigentlich nicht verlieren, aber das war's schon. Und danke, Squawks, das sehe ich auch so, da brauchst du mich nicht melden. Gut, so. Bin ich hier mit Donkey alleine, das wird noch lustig werden. Ja, das kann mich noch erinnern, das hatte ich damals nämlich nicht gefunden ohne Squawksy. Muss man einfach alles einsammeln, was hier auftaucht. Man kann sich zwar denken, dass man es einsammeln muss, aber ja. Damit hat er das auch. Muss man schnell sein, weil der Felsen oben eben hier was zerstört. Das fällt auch runter, wie wir gerade gesehen haben. Und das letzte Puzzleteil befindet sich hier drin. Das hätte ich auch ohne Squawks gefunden diesmal. Und mein Geschenk hier. Habe ich gar nicht so schlecht angestellt. War zwar ein wirklich unnötiger Fehler dabei und Dixie, weil ich Dixie verloren habe jetzt hier, war auch nicht gerade sinnvoll, aber egal. Hat ja geklappt. Damit hätten wir den 1K-Level geschafft und jetzt geht's voller Elan zum Boss der ersten Welt. Mysteriöse Artefakt gefunden. Kommen hier 7 mysteriöse Artefakte, um noch mehr Geheimnisse zu lüften. Genau das werden wir machen. So, 1 Boss, Halbhalb der Halbstarken. Level starten, da brauchen wir keine Squawks, da gibt es keine Puzzleteile. Ich habe am liebsten die hier beim Boss. Was ist hier erwartet? Viele Pinguine? Und
ein Walrus, nee, ein Seehund oder Seelöwe. Aber eher Seehund. Ja, einen mächtigen Auftritt hinlegt, wird ihm aber auch nicht viel gegen unsere Kongs helfen. Auch nicht, wenn diese Pinguine da helfen. Ich sag, die Musik von dem Boss ist echt geil. Ja, wie gesagt, die Musik in Donkey Kong Country spielen ist sowieso immer gut. Also, was soll man noch groß sagen? Jetzt wird ja schon hier gemein mit den Stachelfischen. Sehe ich immerhin natürlich. Mein Freund. Das war Treffen Nummer 3. Wenn wir jetzt schon dreimal getroffen haben, gefällt ihm gar nicht, wie man sieht. Wenn er seine Farbe wird ein bisschen roter und hat eine neue Technik drauf. Wir müssen ihn einmal vorbeilassen und dann rutscht er eh wieder ganz normal. Dann können wir wieder treffen. Die kommen natürlich auch noch zusätzlich jetzt. Die kann man immer wieder töten. Hinterlassen. Goodies. Beispiel Herzen, wenn wir sie bräuchten. Hier kommt ihr noch, können wir auch nochmal draufschmeißen. Uns selber können wir draufschmeißen, ja. So, jetzt macht er wieder eine Rolle. Wieder getroffen. Fällt ihm wieder nicht und er wird noch roter. Ja, ein Problem, meines. Jetzt kommen vorher drei so Pinguine und dann erst ihr. Macht's auch nicht schwerer. Jetzt hat er den dicken Fisch hier. Zusätzlich zu dem Seeigel. Ein bisschen rumnerven soll hier das Carpador. Oh, soll mich doch treffen lassen. Glaub mir, ich schaff's ohne Gegentreffer. Aber jetzt haben wir wieder volle Herzen. Wieder seine drei Kumpels hier. Den Iro. Und das war's mit ihm. Jetzt können wir wieder eine auf die Nase geben. Mit einer 20er Trefferserie. Sehr schön. Da haben wir ein bisschen Uni freigeschaltet. Sehr schön. Damit haben wir Mangrovien. Bis auf die Puzzleteile abgeschlossen. Wie gesagt, Puzzleteile kommt dann gegen Ende ein Bonuspart. Damit kommen wir jetzt weiter auf die nächste Insel. Und zwar sind wir hier im Alp-Atoll. Fangen ein mit 2-1 Gemühlrädert. Hier in dem Level, diese schön entspannte Sonntagmorgenmusik. Das erinnert mich immer hier irgendwie so dran, als wenn man hier sonntags auf seinem Balkon oder seiner Terrasse sitzt, beim Kaffee, Frühstück. Ja, das ist einfach gut, Kinder. So, aber erstmal haben wir hier wieder Bonusraummusik. Fast im Rekordzeit abgeschlossen. Haben wir halten und jetzt haben wir wieder entspannte Sonntagsmorgenmusik. Sie mit. Ah, findet ihr nicht auch hier die Musik? Klingt nach Sonntagmorgen. Oh, entspannt. Bisschen schön frei, kann hier das Frühstück genießen.
draußen scheint die Sonne. Ach ja. Gut, ja, wie man gerade gesehen hat, hier bei den Windmühlen muss man alles einsammeln, damit man ein Puzzleteil bekommt. Ach, das war jetzt gekommen. Ja, so, genießen wir einfach die Musik weiter. Hier müssen wir alle Gegner besiegen für ein Puzzleteil. Das weiß ich auch noch. Wie sich so immer alle Gegner zu besiegen und alle Seiten sammeln. Und das ist ja hier. Die Details sind hier immer toll in dem Spiel. Hier zum Beispiel jetzt der Bierkrug hier. Diese, also im letzten Teil noch, glaube ich, diese Pflanzen waren. Also im letzten Mal diese Pflanzen waren. Oder eben im Bonus-Level diese Vase. Auch das in der Mitte einsammeln. Kann man hier eine Banane. Staude natürlich. Nein, Staude, nicht eine einzelne. Hier auch. Hier haben wir eine fette Eule. Ja, nachdem wir in der Welt 1 hauptsächlich diese komischen Flamingo-ähnlichen Viecher da, oder was, diese Dodos, so Dodo-ähnliche Viecher hatten, haben wir jetzt hier hauptsächlich diese Eulen. So, was haben wir hier Tolles? Eine Münze. Hier holen wir uns. Genau, hier müssen wir auch alles einsammeln. Wie man ja schon an der tickenden Uhr hört. Ach, bekommen wir zwei One-Ups. Sehr schön. Dann geht's weiter zum Speicherschwein. Okay, hier bekommen wir eine Münze. Okay. Ah, ich sehe schon, was wir hier brauchen. Nicht dich, du blödes Schwein. Sondern. Ach, da brauchen wir. Da bekommen wir jetzt wieder Didi. Ach ja, nehmen wir Didi mit, ist ja egal. Besser Didi und das Puzzleteil. Ach, ich glaube, Didi wird sogar noch eine Pass geben hier drin jetzt. Aber besser nichts riskieren hier. Ah, mein Himmel. Ja, hier jetzt einen Gegner gegeben, der. Man schmeißen kann. Egal, haben wir die, die jetzt, der ist auch nicht schlecht. Und natürlich bewegen sich im Hintergrund wieder Zahnräder. Das ist überhaupt hier so in dem Spiel, da sind immer irgendwie Zahnräder, Wasserräder oder so irgendwas im Hintergrund. Das ist irgendwie. Das kann natürlich hier alles ein, was wir hier irgendwo finden. Vor allem das O hier. Okay, das war jetzt sehr gut. Also, wie schaut eigentlich die Statistik aus? Ja, schaut nicht schlecht aus. Mann. Ja, gib mir die Münze hier. Gut. Nein! Ah, verdammt. Da links war ein Bonusraum. Ich wollte eigentlich gar nicht ins Fass. Ich komme jetzt auch nicht mehr zurück. Egal. Hol ich es nachher. Hol ich es dann eben, wenn wir es holen. Weil das weiß ich, dass da hinten ein Bonusraum ist. Man sieht es auch offensichtlich, aber ja, egal. Passiert ist passiert und ich sterbe jetzt nicht deshalb einfach wegen dem Bonusraum. Ist ja nicht hier das einzige, was uns fehlen wird noch. Also in dem Level vielleicht schon, aber generell hier. Ob man dann den Level auch noch mitmachen, ist auch schon egal. Gut, hier. Ich glaube, wenn ich hier das erwischen würde, alle Glocken einmal schlagen. Mit hier hinten aufgeht und wir ein Puzzleteil bekommen. Wenn wir zumindest das Puzzleteil haben. Andere schon verpasst haben. Ja. Ach ja, da haben wir wieder doof angestellt. Ja, da steige ich natürlich da dahinter, damit ich ja auch jetzt auch nicht nochmal die Chance hätte, da ich das hole. Das Puzzleteil brauchen wir nicht mehr, aber das N brauchen wir.
genau, hier waren auch Bananen zu sammeln. Gibt es auch noch eine Münze? Dann geht ein bisschen ab zur Musik. Oh, da war ja nicht zu stehen. Oh, ich dachte mir, das ist noch eine Plattform. Gut, das war jetzt ein schiefer Blick von mir. Egal. Was ich gern hätte, wäre ein Dini oder eine Dixie. Hier. Ja, das sind wieder diese unnötigen Fails, von denen ich gesprochen habe. Also diese unnötigen, diese... Ja. Fails halt. Da ist nämlich so eine Plattform auch gewesen, aber ja, hat mich mein Blick ein bisschen getäuscht. Aber dann halt nochmal. Ich wollte schon wieder dahin springen, wo nichts ist. Das geht. Hier kommt jetzt ein Puzzleteil. Das zumindest fehlt jetzt nur das aus dem Bonusraum. Kann passieren. Und mein nächstes Mal. Gut. Jetzt die Kong-Buchstaben haben wir alle. Damit hätten wir auch schon wieder 3 Level abgeschlossen. Im nächsten Part geht es weiter mit Level 2.2 Alpnashorn. Der für mich beste Level im Spiel und der Level mit der besten Musik für mich. So, also ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei und bis dann.